Das sind die besten Tycoons in ganz Roblox. Du wirst heute sehen, wie wir die perfekte Pizzafabrik bauen werden, das größte Baumhaus aus dem Nichts erschaffen und einen 1 Milliarde Wolkenkratzer komplett von Null hochbauen werden. Schau bis zum Ende, um das nicht zu verpassen. Los geht's! Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall mal ganz schnell hin. Guckt euch mal diese riesen Factories an, das ist nicht mehr normal. Sowas will ich auf jeden Fall auch haben. Und deswegen, Freunde, gehen wir direkt hin, claimen hier unser eigenes Grundstück. Hier, Leute, genau das. Und ja, wir nehmen jetzt die hier. Zack, Freunde. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal hier ordentlich was am Start. Das ist, glaube ich, unser Ofen, ne? Okay, wir müssen auf jeden Fall auf Pizzen drücken, um Geld zu verdienen. Hier schnell draufdrücken, Freunde. Zack, zack, zack. Okay. Also, wenn die jetzt hier quasi landen, müssen wir draufdrücken und dann verdienen wir Geld. Genau, 50 Dollar. Hier auch nochmal 50 Dollar. Hier 50 Dollar, Freunde. Sehr gut. Mal oben rechts kann man schon sehen. Ja, wir haben gerade 200 Bargeld. Also, nicht besonders viel. Aber hier haben wir auch schon mal einen Base-Cutter. Ich denke mal, das ist einfach so eine Schneidemaschine. Die dann hier, guck mal, die dann hier quasi, genau, ich glaube, denn die Pizzen so ein bisschen besser orientiert. Oder nein, guck mal da vorne, hier ist der Freunde, der macht die Pizzen einfach rund, so wie sie gehören sollen. Ich wollte nämlich eben schon sagen, warum sind die Pizzen hier überhaupt viereckig? Macht ja gar keinen Sinn. So, okay, also, alles hier, zack, 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 alles dran hier. Haben wir noch hier ein paar Pizzen? Ja, auf jeden Fall, sehr gut. Die sind auch diesmal nicht wirklich rund. So, 500 Dollar haben wir, deswegen holen wir auf jeden Fall noch mal Tomatensauce dazu. Also, hau hier die Tomatensauce rauf, los. Jawohl, okay. Aber so schmeckt die Pizza natürlich auch noch nicht besonders gut. Sondern, Leute, oh mein Gott, was ist das hier? Wir können uns auch noch Wände für vorne kaufen. Aber erstmal, Leute, machen wir die Pizzen besser. Denn je besser die Pizzen sind, desto mehr Geld verdienen wir natürlich auch an den Pizzen, Freunde. Ist natürlich logisch. Also, Pizza, komm her. Kann ich schon auf dich klicken? Nein, erst wenn du im Backofen bist hier. Okay, kein Problem. Pizza, auch nochmal hier. Tag, Freunde, ihr wisst Bescheid. So, dann holen wir uns auf jeden Fall noch einmal den Käse dazu. 750 Dollar haben wir. So, Käse dazu holen. Da seht ihr schon, da wird auch noch Käse drauf gemacht. Aber hey, warum ist denn die jetzt viereckig? Ich dachte, die wird hier ordentlich gecuttet. Oh, wird sie auch, Freunde. Guck mal da. Und, oh, noch Käse drauf. Komm, jawohl. Okay, sehr gut. Also, zack hier. Pizzen, Pizzen, Pizzen. Wir kriegen jetzt sogar schon 125 Dollar für eine Käsepizza. Und die hier, die liegt da einfach rum, ne? Ah, ne, guck mal, jetzt haben wir sie auch. Okay, alles klar. Also, wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr Geld, um jetzt hier gleich noch diesen, ja, das andere Teil hier zu holen. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, Freunde. Aber genau das werden wir uns auf jeden Fall gleich auch holen. Es wird auf jeden Fall mega, mega nice. So, hier, zack. Pizza. Noch eine Pizza. Komm her. Los. Jawohl. Oh, während wir gerade alle so Bock haben auf Pizza, Leute, habe ich nochmal eine ganz gute Neuigkeit für euch. Wenn ihr in den ersten 6 Minuten kommentiert, dann werde ich euren Kommentar liken und natürlich auch noch ein Herz geben und natürlich auch noch anzeigen, wie ich das gerade hier mache. Deswegen, Leute, kommt in die 60-Minuten-Gang. Also hier, zack, zack, alles nehmen. Hier auch noch die Pizzen, zack, Freunde. Gleich haben wir 2000 Dollar, dass wir uns hier noch das andere Teil kaufen können. Das sollte dann auf jeden Fall den ganzen Betrieb hier besser auf Vordermann bringen, weil wir sind hier gerade einfach nur Ein-Mann-Armee. Das ist viel zu niedrig, Leute. Wir können auch nicht, ich sehe, wir haben auch unten links unsere Geldanzeige, was auch sehr gut ist. Das Problem ist halt, man kann halt nicht einfach alleine so viele Pizzen machen. Deswegen, wir brauchen irgendwann auch Angestellte so. Dafür müssen wir aber natürlich auch erstmal noch das ganze Grundstück bauen. So, komm. Ich denke mal, das soll jetzt reichen. Ah, eine Pizza noch. Komm schon. Eine Pizza. Ja, hier. Und rauf da. Okay. Oh mein Gott. Die macht die da, glaube ich, schon warm oder so, ne? Oder was ist das, Freunde? Ich habe gerade keine Ahnung, was das ist, aber ich glaube, die macht die Pizza hier schon ordentlich warm. Also, ist es ein Heizstrahler? Ich habe echt keine Ahnung. So, auf jeden Fall hier Pizza jetzt nehmen. 125 Dollar kriegen wir dafür. Also nicht wirklich viel mehr Geld. Bisschen schade eigentlich, ne? Ich hätte gedacht, dadurch kriegen wir ein bisschen mehr Geld. So, die können wir irgendwie nicht nehmen. So, hier noch Pizza, Leute. 700 Dollar haben wir schon wieder. 4000 brauchen wir. Das ist auf jeden Fall ordentlich viel Geld, was wir brauchen. Und deswegen werden wir auf jeden Fall jetzt hier wieder ein paar Pizzen backen. Oh, und da kommt die Pizza, die uns jetzt hier diesen Tunnel kaufen wird. So, zack und zack. 4000, oh, 50 Dollar fehlen uns sogar noch, Freunde. So, also hier, zack, die Pizza. So, und jetzt, was ist das für ein Riesenteil jetzt hier? Bam, Alter. Oh, okay. Also, alles schon mal ein bisschen aufgewertet. Guck mal, wie schnell die jetzt durchfließen. Was ist denn die Geschwindigkeit? Alter, die Pizzen flitzen ja richtig durch, Freunde. So, und jetzt können wir auch noch einen kaufen hier für 6000 Dollar. Das ist ja auf jeden Fall ein richtig langsamer Betrieb hier am Anfang. So, Pizzen hier noch einmal ganz kurz nehmen und jetzt, Freunde, mal gucken. 6000 Dollar ausgeben und boom. Oh, oh, guck mal. Jetzt machen wir einfach doppelt so viele Pizzen. Ey, krass. Aber hier, geht die Maschine auch noch? Macht die auch noch irgendwas? Oder ist die einfach nur als Deko da? Was ist das denn für eine Frechheit? Ich fange mal hier einfach mal an, ein bisschen was auch außenrum zu bauen. So, hier haben wir den Boden für 300 Dollar. Dann hier, zack, die Theke. Oh, okay. Jetzt kann man auf jeden Fall schon mal sehen, wie das alles... Oh, deine Pizzas. Wahrscheinlich
eigentlich Pizzas, oder? Also Pizzen, Freunde. So, oh, das ist die Käsepizza. Also es gibt so viele Pizzen und wir haben nur diese Käsepizza. Das kann ja nicht angehen, Freunde, ohne Spaß. So, wir holen uns jetzt hier nochmal ein paar Pizzen. Zack, 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 zack. Oh, guck mal, wie viele jetzt hier schon ankommen, ne? Schon wieder 2.500 Dollar. So, Pizza Creation Station. Oh, hier können wir einen Chef holen. Der klickt dann einfach selber auf die Pizzen rauf, also holt sie aus dem Ofen raus, dass wir uns einfach hier dieses Klicken ersparen. Alter, gut, dass ich hier ein bisschen im Laden aufgerüstet habe, sonst würde ich hier wahrscheinlich noch bis morgen früh klicken, Freunde. So, wir können jetzt aber hier auch eine neue Pizza erfinden. Oh, aber dafür müssten wir neue Zutaten kaufen. Deswegen, Leute, wir gehen mal kurz zum Shop, aber vorher kaufe ich mir diesen Chef, dass wir natürlich auch die ganzen Pizzen nochmal geklickt bekommen. Okay, Chef, angestellt bist du jetzt. So, meine Pizzen darfst du jetzt auf jeden Fall immer aus dem Ofen rausnehmen, deswegen sei fleißig und mach ordentlich was. Also, klick doch rauf. Okay, sehr gut. Okay, Leute. Dann gehen wir doch mal zum Shop und holen uns neue Zutaten. Ich hätte nämlich Bock auf Salami-Pizza, vielleicht noch ein bisschen Thunfisch-Pizza oder halt einfach, Leute, Pepperoni-Pizza. So, Hallöchen. Ich hätte gerne einmal... Oh, dafür brauchen wir Diamanten. Wie kriegen wir denn Diamanten her, Freunde? Wo kriegen wir jetzt Diamanten her? Hallo? Weißt du, wo man hier Diamanten bekommt? Hallöchen. So, gucken wir nochmal hier. Wir können auch hier ein paar Desserts so kaufen. Aber er hat die auf jeden Fall... Ah, okay. Wir sollen auf jeden Fall Dessert-Pizza-Counter-Upgrade machen. Alles klar. Dann wird hier doch auf jeden Fall erstmal hier schön der Eingang gemacht. Oh yeah, dann hier nochmal zack, links der Weg. Boah, Alter, 5.000 Dollar kostet das Schild. So, Leute, wir holen uns auf jeden Fall nochmal hier die Outdoor-Area. Oh, sieht auf jeden Fall jetzt schon mal richtig, richtig schick aus. Und jetzt auch noch, gut, bisschen Geld fehlt uns noch. Was können wir da drin noch kaufen? Ich weiß, du würdest gerade gerne sehen, wie ich die Pizza weitergestalte, aber erstmal, wenn du gerade so guckst, dann dreh mal dein Handy und dann hau mal auf den Abo-Button. Und natürlich auch noch ganz wichtig auf die Glocke, weil dann wirst du nämlich nichts mehr verpassen. Und jetzt weiter geht's mit der Pizza. Sehr gut am Arbeiten. Ey, hallo, wir haben schon hier unseren ersten Gast, Alter. Pupi Ninja Kid 25, was geht ab, Alter? Ich denke mal, der will dir ein paar Pizzen kaufen, Freunde. Also sieht man auf jeden Fall so aus. Das Problem ist, ich habe nur Käsepizza, Alter. Also ich kann ja noch nicht wirklich viel machen. Aber wir können auf jeden Fall jetzt hier mal, indem wir auf die Pizza klicken, was Neues kaufen. Und zweimal zack, Freunde, und boom. Okay, was kann er jetzt hier alles mit... Ey, warum ist denn da eine Pizza auf dem Boden? Leute, warum ist denn da eine Pizza auf dem Boden? Ich denke mal, die Pizza sollte jetzt ein bisschen mehr Geld einbringen. Ja, vielleicht schon. Ich bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall immer noch eine ganz normale Oh, nein. Ey, jawohl. Endlich funktioniert jetzt hier auch die rechte Maschine. Oh, yeah. Das heißt, wir machen jetzt doppelt so viele Pizzen wie vorher. Boah, wir können jetzt auf jeden Fall noch ordentliche Sachen kaufen. So Mechaniker und so. Und allgemein die Sachen ja auch. Alter Schwede, aber Leute. Ah, okay. Erweiterten Koch haben wir auch noch. Oh, guck mal, der kommt ja gar nicht hinterher mit dem ganzen Geklicke, Freunde. Oh, mein Gott. Wie viele Pizzen jetzt einfach hier auf seinen Ofen kommen. Dem brennt der Kopf. Also, ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was hier machen an unserem Aussehen von dem Restaurant. Ich denke mal hier ein bisschen Outdoor-Sitze. Jawohl, hier guck mal, so eine schöne Bänke, Freunde. Da wird mir nachher auch schöne, ganz viele Besucher haben und natürlich auch Gäste, die dann halt unser Essen auch kaufen. Hier nochmal die Lichter für draußen, dass sie auch draußen in der Nacht hier sitzen können. So, hier nochmal Wände, Freunde. Oh, guckt euch das mal an, Alter. Wie nice jetzt sogar hier einfach mal das hier aussieht, unser Ofen. Schon viel, viel besser als vorher. Guck mal, wie viele Pizzen hier einfach zu dem kommen. Der kommt ja gar nicht mehr hinterher. Ich helfe dir mal ein bisschen hier. Unser schöner Chefkoch. Also, mal gucken. 3.000 Dollar. Ich denke mal, wir kaufen uns hier noch den Doppelsitztisch. Oh ja. Sehr gut, Freunde. Und dann hier nochmal ein paar Fenster. Aber die können wir uns erst gleich kaufen. Kleines Menü. Dann können wir uns davor noch einen Mechaniker kaufen. Hier Sugar Dough für 10.000 Dollar. Das wäre auch, glaube ich, eine interessante Sache. Da haben wir halt einfach nochmal so einen Zuckerteig. Ich denke mal, der sollte ein bisschen mehr wert sein, dass wir auch nochmal schneller Geld machen. Und hallo, Leute, wir haben schon... Oh mein Gott. Wir haben schon unsere ersten Gäste. Guck mal. Die wollen alle eine Käsepizza haben. Ja. Ja, das Problem ist, ich glaube, wir brauchen jetzt hier einen Angestellten, der hier was macht. Ey, die wollen alle eine Käsepizza haben. Natürlich, hier, zack, 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 Käsepizza für euch alle. Ich kaufe noch mal ein paar Fenster. Das ist nochmal ein bisschen besser, ist nicht so windig. Oh mein Gott, und noch mehr Gäste. Was geht hier ab? Guck mal. Okay, kleines Menü. Guck mal, da, Käsepizza. Nee, man kann hier nur die Käsepizza kaufen. Also, was geht ab? Hallo Jimmy und Joe. Hallo Jamie, Jummy und Jommy und Chommy. Also was geht ab? Die Frage ist nur, kaufe ich hier noch irgendwie ein paar Sachen? Also wie kann ich euch denn jetzt eine Pizza geben? Ihr fragt ja alle, ich bin hier überfordert, Freunde. Ich möchte doch einfach nur meinen Leuten hier eine Pizza bieten.
So, komm, wir klicken auch mal ein bisschen drauf. So, 2400. Wir uns hier nochmal, zack, das hier. Oh, oh mein Gott, guck mal, da können die auch nachher auf Toilette gehen und so. Ah, guck mal, ein Indoor-Sign. Werkstatt. Werkstatt und Badezimmer. Wir können sogar selber hinsetzen. Auch nicht schlecht. So, also wir hätten jetzt schon mal ein Badezimmer, was noch ein bisschen leer aussieht, muss ich sagen. Es sieht noch ein bisschen leer aus. Oder wir hätten auch noch hier eine Werkstatt mit, oh, mit einem Garagentor. Guck mal, hier kann man ein bisschen was abgucken. Oh, guck mal. Wir können nachher auch noch hier so ein riesen, ja, so ein riesen Haus oben haben. So ein riesiges Haus oben haben, Alter. Wie nice ist das denn bitte schon? So, ich möchte euch hier gerne ein bisschen eine Käsepizza verkaufen, Leute. Aber Problem ist, meine Käsepizza-Maschine ist noch nicht schnell genug, um euch alle zu bedienen. Ich muss hier erstmal ein bisschen Geld verdienen. Ich muss erstmal ein bisschen den Laden aufwerten. Und dann, Leute, dann kann ich euch eine richtig geile Pizza verkaufen. Und zwar die Brock's Pizza. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Oh, jetzt kommt die Frage aller Fragen, Leute. Holen wir uns den Zuckerteig oder holen wir uns den Mechaniker? Ich will einfach mal sagen, wir holen uns den Zuckerteig. Für 10.000 Dollar. Bam, Alter. Guck mal hier. Und da, Leute. Er kommt dann einfach. Oh, guck mal, ihr seht hier schon die Pizza. Hat jetzt einfach einen Zuckerteig. Lol. Und guck mal, bevor sie rauskommt, ist sie so weiß. Und dann, zack, wird die so gelb gemacht. Und ich denke mal, dieser Zuckerteig, Freunde, der sollte den Pizzawert ganz schön zum Steigen bringen. Deswegen, wir klicken mal rauf. Ah, gut, 150 Dollar kriegen wir. Ah, nee, 175 Dollar kriegen wir jetzt pro Zuckerteig-Pizza. Finde ich sehr, sehr gut. Damit werden wir quasi unsere Pizzafabrik noch vergrößern. Und dann habt ihr ja nochmal später richtig geile Pizzen. Und nein, ich kann doch keine Pizza kaufen. Ey, guck mal, der hat hier einfach eine Pizza von uns in der Hand. Ey, ich will das auch. Wie hast du das geschafft? Guck mal. Oh mein Gott, der macht einfach freiwilligen Angestellten für uns, damit die Leute hier die Pizza haben können. Alter, wir haben einfach einen Typen, der jetzt für uns arbeitet. Yo, was geht ab, Mann? Guck mal, der gibt den Leuten hier die Käsepizza. Wie nett ist das denn von dem? So, hier auch nochmal draufklicken. Wir arbeiten auch noch auf Hochton. Ja, Leute, ich weiß, unser Angestellter, unser Praktikant, der läuft zwar gerade wieder weg, aber vielleicht geht er gerade einkaufen für eine neue Pizza, damit ihr nicht nur Käsepizza essen müsst, sondern halt auch andere Sachen. So, komm. Vierersitzer um uns auch. Zack, Freunde. Oh mein Gott. Unser Restaurant jetzt einfach größer wird. Dennoch hier Pflanzen, damit natürlich auch richtig die schöne Luft hier drin ist. Dann, oh, guck mal, oben einfach, oh, das macht von außen einen richtig neuen Look. Oh mein Gott, guckt euch mal unsere Pizza-Fabrik einfach an. Die sieht jetzt schon mal übertrieben nice aus. Wie geil ist das denn, bitteschön, Freunde? Oh, wir haben jetzt sogar endlich die Möglichkeit, unsere ganzen Gäste hier zu bedienen. Und zwar einfach jetzt hier ein Anstellen. Oh ja, hallo Trisha, was geht? Du verkaufst jetzt bitteschön einmal die ganzen Pizzen, dass wir auch noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Guck mal, die bedanken sich sogar schon. Also, wie viel Geld kriegen wir dafür, dass ihr diese Pizzen gekauft habt? Die haben schon mal Danke gesagt. Aber, Trisha, oh, die wollen noch mehr. Okay, also das heißt, die werden jetzt gerade alle verkauft. Und dadurch, ah, guck mal, dadurch kriegen wir jetzt diese Diamanten, Leute. Und durch diese Diamanten können wir jetzt einfach eine neue Pizza herstellen. Und genau das Ganze machen wir jetzt. Wir werden jetzt hier kurz mal zum Laden gehen. Ein bisschen Zutaten kaufen für eine neue Pizza. Wir schauen mal hier. So, was hast du denn so für Sachen im Angebot? Natürlich fehlen uns einfach noch 10 Diamanten, Leute. Ich glaub's ja nicht. Die müssen wir jetzt auch noch holen. Okay, Doki. Genug Diamanten am Start. Jetzt heißt es einmal ganz kurz shoppen. Und Leute, ich habe ja gesagt, ich möchte eigentlich unbedingt eine Pepperoni-Pizza haben. Und genau das Ganze holen wir uns jetzt auch so. Die Zutat ist dafür jetzt gegönnt. Ich hoffe, dass wir uns jetzt hier auch ein bisschen erweitern können in unserem Laden. Weil ich meine, hey, Käsepizza ist zwar lecker, also Margarita, aber die Frage ist halt, wer mag denn keine Pepperoni-Pizza? Deswegen, Leute, wir erfinden jetzt einmal ganz kurz hier die Pepperoni-Pizza. Und ja, wohl und finish. Und das Ding ist, wir müssen schon wieder was kaufen, Alter. So, und das hier ist jetzt die Brock's Pizza. Ja, die Brock's Pepperoni Pizza, Freunde. Oh yeah. Und die ist jetzt auf jeden Fall, glaube ich, auch schon hier im Gebrauch. Ja, da haben wir sie doch sogar schon. Die Brock's Pizza. Und Leute, die können wir sogar uns nehmen. Ich glaube, die können wir sogar in die Hand nehmen. Guck mal, jetzt haben wir hier in der Hand die Brock's Pizza. Hallöchen. Und jetzt hier, los. Hier, nimmt, isst. Aber die wollen eine Käsepizza haben, ne? Okay, warte mal. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier nochmal eine Käsepizza holen. So, Leute, zack, Käsepizza. Nein, ich hänge hier in meinem Raum fest. Hilfe, Hilfe. So, hier, ihr wollt eine Käsepizza haben, dann kriegt ihr doch natürlich auch hier eine Käsepizza. Einmal für dich, gern geschehen, bisschen Gems verdienen, so. Wir nehmen die auch nochmal hier, zack. Pizza für dich natürlich. Los jetzt hier, zack, bitteschön. Noch eine, Freunde.
los, Pizza für dich. Alle wollen sie eine Käsepizza haben, aber keiner hier möchte meine ganz, ganz coole Brox-Pizza haben. Alle wollen sie nur eine Käsepizza. Na gut, komm, wir stellen nochmal einen zweiten ein. So, du massierst hier die Kunden weiter. Wir brauchen hier auf jeden Fall mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Und ich möchte jetzt hier, komm, ich möchte jetzt hier eine andere Pizza haben. Ich möchte nicht, dass hier einfach nur Käsepizza gemacht wird. Also, kann ich jetzt hier bitteschön meine Pizza auch backen, ohne dass ich hier eine Käsepizza machen muss? Anscheinend nicht, ne? Guck mal, die wollen trotzdem alle noch eine Käsepizza haben. Ich glaub's da nicht, Freunde. Ich möchte doch nur meine eigene Pizza jetzt verkaufen. Noch einen dritten Angestellten. So, okay. Das heißt, ihr drei, guck mal, du musst jetzt auch die hier bedienen, damit die jetzt auch mal endlich abhauen. Und ich möchte nicht nochmal eine neue Pizza machen, auch wenn wir genug Geld haben. Leute, wir haben jetzt die Brox-Pizza gemacht. So, holen sie auf jeden Fall für 3.400 Dollar. Was können wir uns holen? Ja, die Leute kommen hier langsam jetzt öfter her, ne? Oh, die ist da, die beiden essen nur eine Brox-Pizza. Ihr seid ja mal mega cool drauf. Komm, wir holen uns auf jeden Fall nochmal hier so ein Badezimmer, damit die natürlich auch ein bisschen länger hier bleiben können. Oh mein Gott. Und das Ding ist ein Waschbecken, kostet noch 5.000 Dollar. Freunde, das Waschbecken ist so wichtig, vor allem in der jetzigen Zeit, das Händewaschen. Das Badezimmer müssen wir leider noch ein bisschen zulassen. Also es geht so nicht. So, für 3.000 Dollar kommen, holen wir uns hier auch nochmal so ein Telefon. Das heißt, die können jetzt auch noch per Anruf bestellen. Ja, die können einfach anrufen und dann liefern wir das auch noch zu denen. Dafür brauchen wir aber halt leider noch immer noch in unserer Garage unseren Roller, dass wir halt auch ein bisschen liefern können. Aber trotzdem, Freunde, hier, der ist die Brox Pizza, da die Margarita Pizza. Finde ich beides sehr, sehr cool. Wo ist denn deine Pizza hin, hä? Hast du keine bekommen? Muss ich hier mit meinen Angestellten meckern? Ich glaub's doch nicht. Ey, warum hat Jimmy da vorne keine Pizza, hä? Warum hat Jimmy keine Pizza, hä? Ich guck dich genau dich guck ich an. Hör auf so zu grinsen, hä? Oh, wir verdienen echt richtig, richtig viele Gems, ne, Freunde? Alter, es ist 151 haben wir jetzt schon. Wir können so auf jeden Fall jetzt noch ein paar neue Zutaten kaufen. Das machen wir einfach. Wir kaufen jetzt noch ein paar neue Zutaten. Ich hatte ja auch noch Bock auf Thunfischpizza oder vielleicht auch noch so, nicht Pepperoni, sondern so eine richtig schöne Schafe, ne? Mit so, also so eine richtig Schafe, meine ich. Mit so, oh, was haben wir denn hier alles so jetzt am Start, Leute? Mal Schinken, Fleischbällchen. Da müssen wir die Brox 2.0 Pizza rausbringen, ne? Guck mal hier mit da, scharfe Soße. Genau das wollte ich, Leute. Genau das wollte ich. Boah, das hat auch ordentlich jetzt hier Diamanten gekostet. Hey, möchtest du bitte mir Gesellschaft leisten in meinem Nein, möchte er anscheinend nicht. Okay. Der möchte nicht in meiner Pizza Factory uns Gesellschaft leisten. Finde ich eine Frechheit. Komm, wir holen uns jetzt hier auf jeden Fall einmal das Schild. Bap, das ist die Pizza Factory von mir, Freunde. Sehr, sehr geil gemacht. So. Keine Gäste. Oh doch, hier Gäste, wollte gerade sagen. Ich denke schon, der Laden, der boomt gar nicht mehr. So, also wir finden jetzt hier die neue Pizza mit der scharfen Soße. So, zack. Oh, 1,3 Sterne haben wir jetzt. Das heißt, je mehr Pizzen man hat, desto bessere Bewertung hat man. So, Brox 2.0 Pizza. Das ist die in scharf, Freunde. So, okay. Sehr gut. Guck mal hier. Alter. Kann man jemand ans Telefon gehen? Can I have a Brox Pizza? Oh, okay. Ja. Haus 3. Okay, wir brauchen jetzt eine Brox Pizza zu Haus 3. So, Brox Pizza, das mache ich sogar höchstpersönlich, weil er da extra bestellt hat. So, wir laufen jetzt ganz schnell zum Haus 3. Wo ist denn hier Haus 3? Ist hier rechts Haus 3 oder links Haus 3? Komm, wir gucken mal links, Freunde. Hallo, ist hier irgendwas Haus Nummer 3? Hat jemand eine Brox Pizza bestellt? Und, oh, ey, was hat denn ein Kollege von mir gemacht? Der ist ja richtig mit seinem Moped abgegangen. So, hier ist Haus 2 und da, Haus 3. Ich warte auf meine Brox Pizza, okay? Hier hast du sie. Gönn die auf jeden Fall. Jawohl, Alter, komm. Kein Problem. Hier, einfach mal in Haus 3 die Pizza geliefert. Und zwar höchstpersönlich. Unsere erste Auslieferung, Freunde. Abfahrt, Alter. Oh, der Laden boomt ja richtig förmlich. Guckt euch das mal an, was da vorne im Laden einfach alles abgeht. So, wir holen uns auf jeden Fall jetzt hier nochmal ein paar neue Zutaten. Wir müssen natürlich die ganze Kundschaft hier alles mögliche machen. Huhn, Freunde, Schinken, Ananas. Auch wenn Ananas auf Pizza, das gehört da nicht rauf. Können wir was sagen, aber das gehört da nicht rauf. So, noch scharfe Paprika. Und dann werden wir doch mal die ganzen Pizzen da vorne, weil wir natürlich auch gelernter Pizzamacher sind, vorne nochmal schnell selber machen, damit sie nachher auch noch aufs Fließband können. So, 10.000 Dollar haben wir. Ich würde mal sagen, jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, um jetzt hier nochmal das Waschbecken da zu machen. Und boah, ist das hier ein Riesenspiegel. Ist das nicht ein bisschen tief? Doch, das passt sogar noch, die Hände zu waschen. Okay. Also, ich möchte jetzt hier noch einmal kurz ein paar neue Pizzen abfinden. So, Schinken, Huhn, scharfe Pizza. Oh mein Gott. Nein, wir könnten das alles auf... Oh mein Gott, wir können das alles auf eine Pizza rauf tun. So funktioniert also das Prinzip. Ah, okay, Leute. Dann ist das jetzt hier. Ah, das sind 4 Zutaten. Also, das ist eine richtig widerliche Pizza, aber die machen wir jetzt. Das ist die Brox Durchfallpizza, weil da wirklich so viel drauf ist, dass es einfach nicht mehr gut ist. So, Durchfallpizza ist jetzt auf jeden Fall gemacht. Die ist hier oben drauf. Ich weiß da nicht, ob jemand die Pizza gerne mag, aber das hier ist die Durchfallpizza. Komm,
Großes Menü könnt ihr euch auch noch holen für $5,000. Bam, hier haben wir noch einmal die Brock's Pizza, die Brock's Durchfallpizza und die Brock's 2.0 Pizza. So, also, was machen wir jetzt hier noch am besten alles rauf? Unser Chefkoch wieder am Machen, Alter. Gönn dir doch mal eine Pause, der steht ja die ganze Zeit. Durchgehen, Freunde. So, also, wir können noch einmal das Dach machen. Und ich würde einfach mal sagen, bevor wir das Dach machen, gehen wir nochmal hier zur Werkstatt. Guck mal, jetzt weiß ich auch, warum diese Pizzen so komisch aussehen. Der hat einfach nur eine Pizza mit einer scharfen Soße. Also, ob das so lecker ist, ich weiß ja nicht. So, komm, einmal kurz das Garagentor hier kaufen. Sehr gut, können wir es nochmal aufmachen hier. Einmal aufmachen, bitte. So, jetzt können wir uns das Pizza-Bike kaufen und Garagendekoration. Ich würde mal sagen, Leute, wir holen uns mal das Pizza-Bike für $4,500. Und das ist das hier. Und jetzt können wir einfach uns darauf setzen, oder was? Können wir damit... Oh mein Gott! Ey, okay... Okay. Okay. Nein. Können wir einfach ein Wheelie machen? Könnte ich gerade ein Wheelie machen, Freunde? Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Die Kundschaft. Ich habe die Kundschaft angefahren. Nein. Schnell in die Garage, Freunde. Miep, miep. Schnell in die Garage. Und einparken. Einparken. So. Okay, eingeparkt und Garagentor auch wieder zumachen. Hat keiner gesehen. Also, wir kommen jetzt hier noch einmal ganz eben. Oh, oh nein, das Telefon klingelt. Oh, wir sollen einmal die Brock's 2.0 Pizza zum Haus Nummer 5 liefern. Das, Leute, machen wir doch mal in 0, nichts. Das ist die hier. Die schnappen wir uns dann einmal hier ganz kurz. Oh, das ist hier. Die hier ist das, Freunde. Ey, runter von meinem Roller. Ich brauche den jetzt. Runter von meinem Roller, hä? So, einmal das Garagentor auf. Hier, Garagentor aufmachen. Warum Garagentor? Garagentor aufmachen. So, und jetzt raufsetzen. Und die Pizza 2.0 zum Haus Nummer 5 bringen. Das sollte das Haus hier drüben sein. So, ey, warum kann ich hier nicht rüber? So, jetzt aber mit Vollkaracho, Freunde. So, Abfahrt, Haus Nummer 5, wo bist du? Da, okay. Ich habe die Pizza höchstpersönlich für dich. Zack, kein Problem. Habe ich doch gerne gemacht. So, und jetzt direkt wieder Abfahrt nach Hause. Oh, Achtung. Ey, okay, Achtung. Und rüber hier. Und linke scharfe Kurve. Und natürlich direkt... Achtung, Achtung, oh mein Gott, hey, was hat die da gerade gemacht, die hat sich einfach am Roller festgehalten, kann man doch nicht machen, so jetzt hier schnell wieder einparken und zack, vom Roller runter und natürlich auch wieder das Garagentor zumachen, sonst wird dir nachher wieder unser Roller geklaut, so funktioniert das nämlich hier, das ist hier nämlich ganz schön gefährliche Stadt, so Leute, Dach, auf jeden Fall, $5,500 haben wir jetzt einmal mal ein Dach, wir sind jetzt ein 2,5-Sterne-Restaurant, uiuiuiui, die Stufen natürlich für $3,100, die werden wir uns natürlich auch noch holen, dass wir noch so eine zweite Etage haben. Ey, das wird hier alles auf jeden Fall mega, mega verrückt. So, einmal noch hier zack, die Treppen kaufen für $3,100 und jetzt könnten wir theoretisch hier noch einfach mal, Alter, einen zweiten Bereich machen. Das wird dann natürlich da so wieder hinten aussehen. Ey, Freunde, das ist auf jeden Fall schon mal alles richtig krass. Aber ich würde sagen, wenn ihr davon noch einen zweiten Part sehen wollt, wie wir hier jetzt oben das neu dekorieren und alles mögliche und noch mehr Geld verdienen und noch mehr Kundschaften und sowas bekommen. Heute bauen wir mal unser eigenes Baumhaus. Ja, Freunde. Und zwar sind wir heute wieder bei einem neuen Tycoon am Start. Wir können jetzt zum Beispiel einmal einen ganz normalen Steindropper kaufen, Leute, für $0. Und dann macht jetzt hier ganz, ganz viele Steine. Und dann kommen die hier quasi aufs Fließband drauf, Freunde. Und wenn die jetzt hier davon reingehen, kriegen wir auf jeden Fall wieder Geld, was wir dann hier einsammeln können. Guck mal, jeder Stein bringt gerade $1, Freunde. Also das ist nicht gerade wirklich viel Geld oder so. Wir können anscheinend auch nebenbei noch ein paar Bienen sammeln, Leute. Und auf jeden Fall noch mal Geld. Dann können wir allgemein zu so einem Bienenshop gehen. Hier, da können wir nämlich uns ein paar Bienen kaufen. Das sind dann unsere Haustiere, Leute. Also wir können auf jeden Fall heute ganz viel machen. Aber wir werden auf jeden Fall das beste und teuerste Baumhaus auf der ganzen Welt bauen. Wenn ihr darauf Bock habt, haut auf jeden Fall dann auf den Like-Button oder auf den Abo-Button, Freunde. Und abonniert hier unbedingt diesen Kanal, Leute. Kommen auf jeden Fall tägliche Roblox-Folgen extra für dich. Und jetzt haben wir hier schon $22. Und jetzt können wir hier, zack, $20 einsammeln. Und können wir schon mal den Copper-Dropper kaufen. Ich glaube, Copper ist, glaube ich, so Kupfer oder so, Leute. Jetzt kommt hier quasi Kupfer raus. Sehr, sehr gut. Guck mal hier, ihr seht schon, so Kupfererze. Und dann, Leute, gehen wir jetzt nochmal lieber hier in den Shop und kaufen uns mal doppelt Cash. Ja, da kriegen wir nämlich für 200 Robux einfach mal doppelt Cash und uns mal einen Mega-Upgrader für 150 Robux und dann auf jeden Fall noch einen Mega-Dropper für 80 Robux, Freunde. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen was investiert in die Infrastruktur, was das Ganze so angeht. Ich bin mal gespannt, wann es vielleicht dieser Mega-Upgrader, Mega-Dropper kommt, Leute. Den müssen wir wahrscheinlich auch nochmal kaufen. Genau hier, Mega-Dropper, 150 Robux, Leute. Haben wir jetzt hier auf jeden Fall gerade gekauft. Zack, und nochmal hier, bub, Leute. Da werden auf jeden Fall die Sachen nochmal sehr, sehr teuer gemacht, muss ich sagen. Also dadurch sollten wir auf jeden Fall noch viel, viel Geld bekommen. Hier kriegen wir zum Beispiel hier schon wieder, ich glaube, ich sehe gerade 65.000 oder allgemein $65 haben wir jetzt gerade. Also zack, zum Einsammeln. Könnt ihr
noch einmal einen Eisendropper kaufen, so, und dann auch nochmal einen Upgrader, Leute. Sehr, sehr gut. Ohne Spaß, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben jetzt einfach hier schon die ganzen Sachen, die jetzt so upgradet werden. So, aber wir wollen natürlich hier einen riesen Baum ausbauen, Freunde. Wir wollen nicht nur in die Infrastruktur investieren, sondern auch ein bisschen schon mal was rumbauen. Hier vorne können wir sogar noch eine Biene holen, Leute. Mit dem Kescher. Ich gehe nur ganz kurz hin. Guckt euch mal die Biene an, Leute. Wie sie grinst. Und zack, eingefangen. Ja, Leute, jetzt haben wir gerade 2 Bienen dafür bekommen. Und ich glaube, man kann sich mit 2 Bienen sogar schon eine Biene kaufen im Bienenshop. Schauen wir nochmal eben ganz kurz nach. Hier ist auf jeden Fall VIP-Bereich. Den habe ich jetzt gerade nicht. Aber Leute, hier haben wir den Typen, den Imker. Und der will uns anscheinend Bienen verkaufen. Aber nee, guck mal, das Billigste sind 10 Bienen, Leute. Okay, ich habe gerade mal nur 2. Das ist nicht besonders viel, was ich gerade habe. Aber jetzt haben wir hier, zack, wieder ordentlich Geld am Start. Und können jetzt hier ein paar, ja, schon mal ein paar Bäume kaufen, Leute. Hier ein paar Bäume. Hier so ein Weg auf jeden Fall schon mal. Dann hier nochmal so ein Zaun für außen, Leute, damit nicht jeder hier rein kann, nachher uns angreifen kann. Weil wir können natürlich auch hier wieder mit dem Schwert andere Leute angreifen. Und dann auf jeden Fall hier, zack, ah, nee, die Tür können wir leider noch nicht kaufen. Aber ich glaube, uns möchte, glaube ich, noch demnächst noch keiner angreifen, Freunde. So, jetzt laufen wir mal hier vorne im Vollsprint mal hin. Ich glaube, wir haben jetzt alles gekauft, was man sich hier so für diese erste Infrastrukturbasis kaufen kann. Und dann würde ich mal sagen, holen wir uns mal hier diese Leiter für 30 Dollar, Freunde, weil wir machen nämlich ein Baumhaus. Und ein Baumhaus ist logischerweise auf dem Baum. Und hier nochmal eine Plattform für 35 Dollar. Und jetzt können wir hier oben schon hochgehen, Leute. Aber warte, was ist denn hier noch ganz kurz? Ah, nee, es kostet 4.500 Dollar, diese Holzdinger zu entfernen. Aber das ist mir ein bisschen zu viel. Mal gucken, was wir jetzt hier oben auf der Plattform alles holen können. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen Dekoration mit Pflanzen. Hier nochmal eine Treppe, die nach oben geht, Leute. Hier nochmal eine Treppe, die da nach oben geht. Oha. Und dann können wir hier schon mal eine Plattform kaufen für 5 Dollar. Und können jetzt hier quasi einen zweiten Bereich machen. Hier zum Beispiel einen Upgrader, Leute. Dann hier nochmal so ein Dropper, Leute. Dann hier nochmal einen Gold-Dropper, einen Silber-Dropper. Und hier auf jeden Fall nochmal einen Zaun, damit das auch alles so ein bisschen abgeriegelt ist. Aber jetzt kommt auf jeden Fall hier nochmal was runter. Und das wird jetzt quasi runterfallen. Genau hier dann quasi durch die Rohre durch. Dann kommt das allgemein nochmal da unten. Da seht ihr schon, da sind jetzt auch die Goldteile und so. Mega cool. Und irgendwer ist hier in unserer Basis drin. Leute, den müssen wir angreifen. Schnell, auf ihn. Angreifen. On gar. Okay, ich kaufe mal jetzt lieber ganz schnell hier. Zack, diese Owner-Door, Leute. Man kann so mit dieser Keycard kann jetzt hier den Bereich freimachen. Er kann jetzt hier nicht reingehen, Freunde. Ich möchte hier keinen Besuch haben. Und hier, was können wir hier kaufen? Eine Garage, Leute. Wir können hier einfach eine Garage kaufen. Wie cool ist das denn? Aber pass auf, wir gehen jetzt nochmal hier hin und holen mal ein bisschen Geld. So, zack. Und sprinten nochmal oben zu unserer Plattform, wo wir jetzt hier anfangen können, unser Baumhaus zu bauen, Leute. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie groß das nachher sein wird. Ich meine, wir bauen hier ja im Endeffekt einfach das teuerste hin. So, jetzt hier Plattform für 40 Dollar. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Und jetzt können wir hier schon mal. Aha, Leute, das wird, glaube ich, jetzt unser Haus hier. Zum Beispiel einmal ein Balkon für 70 Dollar. Hier nochmal Pflanzendekoration. Dann nochmal so eine Wände hier hinbauen. Dann nochmal eine Treppe, die nochmal hier nach oben geht. Nochmal eine andere Plattform, Leute. Hier nochmal einen Teppich. Und hier können wir auch nochmal außen einen Teppich hinmachen. Alter, sehr, sehr cool. Hier können wir sogar ein Piano kaufen für 1.000 Dollar. Ist mir ein bisschen viel Geld, muss ich sagen. Deswegen kaufen wir es erstmal noch nicht, Leute. Hier ein Lagerfeuer. Ach, so ein Kamin. Hey, wie cool ist das denn? Und dann noch hier mal eine Couch und ein paar Tische. Boah, das sieht ja mal, ey, für so ein Baumhaus sieht das halt mega, mega heftig aus, ne? Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz hier hochgehen, können wir, glaube ich, hier nochmal allgemein noch mehr machen. Guck mal, hier Leiter oder hier wieder Pflanzendekoration, wieder Couch und Tische. Dann nochmal einen Balkon hier hinbauen, eine Hängeplattform da vorne. Oha, Leute, was? Die hängt einfach von dem Baum runter. Und dann nochmal eine Zipline, dass wir da rüber gehen können. Was? Können wir jetzt hier so ran... Wow! Wow, Leute! Oh mein Gott, jetzt kann ich hier einfach so ein Dach... Oder so was? Alter Schwede, da können wir auf jeden Fall da nochmal richtig, richtig viel machen, Leute. Das ist halt mal mega, mega cool. So, jetzt hier nochmal eine Treppe hinbauen, zack. Und dann geht es anscheinend noch höher, Leute. Und hier wird dann quasi unser Haus so richtig hingebaut. Also das waren jetzt alles nur so Nebenräume, die wir so hatten. Hier nochmal eine Leiter, damit es nochmal hochgeht. Und dann nochmal... Hier unten, glaube ich. Ne, jetzt können wir gerade nicht groß was kaufen. Ich glaube, noch ein Jumppad, das kostet über 300 Dollar. So viel Geld haben wir gerade nicht. Deswegen müssen wir ganz kurz wieder runtergehen. So, hier hinsprinten. Und dann haben wir auch schon wieder 3.000 Dollar, die wir jetzt hier benutzen können. Beziehungsweise 6.000 Dollar. Und können jetzt hier unten mal eine Garage kaufen, Leute. Lass uns doch mal hier eine Garage kaufen. Mit einem schönen, einer schönen Wand und auf jeden Fall nochmal einem schönen Dach, Leute. Aber das Dach kann ich mir schon gar nicht mehr leisten. Deswegen, komm, seien wir jetzt mal nicht so geizig. Ich hole mir jetzt mal hier ganz kurz so 10.000 Dollar Cash. Das kostet 80 Robux. Geht auf jeden Fall klar. Zack, Leute, 10.000 Dollar. Ich wollte mir nicht unbedingt nochmal das Dach hier kaufen. Und dann wird auf jeden Fall danach der Rest gemacht. Hier das Quad und so. Ist mir noch ein bisschen zu teuer. Aber ihr könnt auf jeden Fall schon mal hier nochmal, zack, ein bisschen Geld mitnehmen und dann nochmal nach oben hinlaufen, Leute.
und dann oben auf jeden Fall mal ein bisschen weiterbauen, dass wir nämlich da oben mal unser eigenes Haus hinbauen können. Ja, das wäre nämlich mega cool. Hier nochmal so ein Jump-Pad, Leute, für $300. Und jetzt können wir anscheinend ja auch, wow, hier hochstampfen, dass wir einfach schneller hochkommen. Ich glaube, hier vorne war das Piano, genau. Und hier links, genau, jetzt können wir hier zum Beispiel einmal die äußeren Wände kaufen, Leute, für $90. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Auf jeden Fall schon mal sehr, sehr groß. Dann hier nochmal innere Wände, Leute, damit man auch mal die Räume so ein bisschen abschalten kann. Und dann können wir hier zum Beispiel nochmal, zack, einen Teppich reinbauen. Hier dann nochmal mein Bett mit einem richtig geilen Fernseher und so der Box, Leute. Richtig, richtig cool. Alles so ein bisschen aus Holz gemacht, damit auch natürlich auch das Gewicht nicht so schwer wird. Damit der Bauer natürlich auch hält, Leute. Dann hier auf jeden Fall nochmal anscheinend nochmal so einen Teppich hier hinbauen, Leute. Und dann hier nochmal ein Dach hinbauen für $150. Hier auf jeden Fall nochmal ein paar Türen. So, jetzt haben wir auch überall hier Türen drin. Und wenn wir jetzt hier so reingehen, Leute, können wir hier auf jeden Fall noch mehr kaufen. Einmal einen Teppich. Dann nochmal das Interieur. Hier sieht man zum Beispiel, das ist so ein Leseraum. Hier können wir anscheinend ganz, ganz viel lesen drin. Ich muss sagen, in echt lese ich jetzt gerade nicht besonders viel. Aber lesen tut auf jeden Fall immer gut, Leute. Kann ich euch immer empfehlen. Ich mache es gerade leider echt nur wenig. Ich habe nicht so wirklich viel Zeit. So, jetzt hier nochmal, zack, das Badezimmer hinbauen. So, und man kann schon sehen, schicke Toilette. Mit einer ganz schön großen Öffnung, Leute, muss ich sagen. Also eine mega große Toilette. Und hier eine richtig coole Dusche. Hier kann man jetzt richtig cool duschen und allgemein noch nach draußen gucken beim Waschbecken. Ey, mega cooler Raum. So, was haben wir jetzt hier noch für einen Raum? Wir haben jetzt hier, glaube ich, noch einmal so kaufen. Ach, nochmal so ein Gäste. Okay, so ein Gästebett einfach. Okay. Na gut, dann haben wir schon mal, ich glaube, die Etage ganz, ganz gut hinbekommen, Freunde. Finde ich auf jeden Fall ganz gut. Jetzt können wir hier, wenn wir noch hochgehen, kann ich hier noch oben irgendwas machen, Leute? Wenn ich jetzt hier hochgehe, kann ich, glaube ich, hier oben noch nicht wirklich viel machen. Ich kann mal auf jeden Fall mal hier, zack. Ah, wow, Leute, guckt euch mal an, was ich mir gerade gekauft habe. Hier geht es einfach noch viel, viel höher. Okay, warte mal, eine Häuserwand, okay. Hier nochmal so ein riesen Fernseher, der so von oben hängt. Alter Schwede, hier sehe ich gerade mein Haus, glaube ich, von außen. Oder wie es im Endeffekt nachher werden kann. Dann kann ich mir zum Beispiel noch hier so wieder Tische und so holen. Dann nochmal so ein Dach, dann Leute, hier ein Dach für mein Haus. Ein paar Trophäen für $800, Leute, damit man auch sieht, was ich so alles hier schon erreicht habe. Und dann auf jeden Fall nochmal eine größere Plattform oben bauen, Leute. Warte mal, wir können hier, lol, wie viel wir einfach kaufen. Oh mein Gott, wie viel man hier noch einfach kaufen kann. Das ist ja unnormal, wie viel Geld hier allgemein noch so oben rumliegt. Okay, warte mal, Jump Pad für 1300 kann ich mir schon gar nicht leisten. Balkon kann ich mir aber leisten, oder? Für $680, ja. Also, wir können auf jeden Fall, Alter, wie viel wir hier kaufen können, ne? Ich muss ganz kurz wieder runtergehen, Leute. Wow, okay. Wir können nämlich schon, zack, wieder $9000 haben wir jetzt wieder am Start. Und wir können jetzt hier so ein, Alter, so ein Mega-Jump-Pad kaufen für $80.000. Leute, ich brauche allgemein jetzt mal ein bisschen mehr Geld. Wie kriege ich denn auch am besten mehr Geld, Leute? Warte mal, ich gehe jetzt erstmal wieder ganz, ganz nach oben, Leute, hier. Bis ganz nach oben hier hin. Und ich glaube, wir konnten hier, wenn wir jetzt auf dem Jump-Pad so springen, zack, ja, einmal hier, oh, nein. Und zack, so hier durch. Können wir, glaube ich, hier drüben, ich glaube, so ein Dach kaufen nochmal mit Wasser und allem möglichen. Pass auf, Wasser ist jetzt hier drin und ein Dach. Ach, das ist dann quasi so eine Oase. Ach so, also viel hat das hier nicht gebracht. Aber wir können, glaube ich, bei so ein paar Etagen wieder Dropper und so kaufen. Ich glaube, das war ganz hier oben, oder? Wenn wir jetzt hier so schauen. Nee, ich glaube hier vielleicht. Ja, genau, wir können jetzt hier nämlich wieder ein paar Dropper kaufen. Und das Ding ist, die kosten mega, mega viel Geld, Leute. Aber das Ding ist, komm, ich bin jetzt mal nicht so geizig. Ich bin in den letzten Folgen eh nicht so viel Geld ausgegeben. Deswegen, komm, hier kaufe ich mir mal so ein bisschen $10.000 Cash. Dann nochmal $10.000 Cash, Freunde. Ist auf jeden Fall nicht ganz billig. Aber kann man eigentlich bis jetzt machen. Ich habe ja in den letzten Folgen nicht so wirklich viel ausgegeben. So, jetzt haben wir $34.000. Und mit diesen $34.000 solltet ihr auf jeden Fall schon mal ein bisschen was kaufen können. Auf jeden Fall einmal hier so eine Plattform, so ein Zaun außenrum. Dann habe ich einmal so einen Ruby-Dropper, Leute. Das sind dann so quasi so rote Metalle, glaube ich, oder so, ne? Dann haben wir einmal noch hier den Amethyst-Dropper, Leute, also sowas Liedernes. Dann haben wir noch einmal hier einen Upgrader für $15.000 und dann habe ich auch schon wieder gar kein Geld, Leute. Habe schon wieder gar kein Geld mehr, obwohl ich mir hier diesen Diamanten-Dropper ein bisschen kaufen würde. Deswegen komm, nochmal hier für $10.000, zack, kaufen und dann noch einmal kaufen, Leute, zack. Und jetzt kaufen wir uns mal ganz kurz den Diamanten-Dropper für $28, kann ich mir noch gar nicht, pass auf. Machen wir mal so, kaufen noch einmal für $10.000. Machen wir das bloß nicht nach, Leute. Guck mal, ich kann sogar gerade gar nicht mehr kaufen. Ich habe, glaube ich, zu viel gekauft, Leute. Ja, guck mal. Ich habe gerade einfach schon zu viel gekauft. Kann ich dann wenigstens $4.000 kaufen? Ja, 4.000 kann ich auf jeden Fall noch kaufen. So, das heißt, zack, der Diamant-Dropper ist jetzt auf jeden Fall auch gekauft. Und jetzt sollten wir dadurch einfach nochmal so viel mehr Geld machen, Leute. Das war, glaube ich, jetzt eine ganz, ganz schlaue Investition. Jetzt hier Jump-Pad kann ich mir noch kaufen. Jump-Pad hier auch nochmal. Hier kann ich mir noch irgendwas hier leisten draußen. Nee, ich kann mal auf jeden Fall hier nochmal so ein, ja,
Genau, einfach nur mal so eine Treppe hier hinbauen. Aber das war's auf jeden Fall. Lass uns mal hier nach ganz unten gehen, Freunde. Yeah, okay. Und ihr seht schon, wir kriegen jetzt gerade ganz, ganz viel Geld. Guck mal hier, 12.000 Dollar haben wir jetzt sogar schon mit ganz, ganz, also ganz, ganz schnell sogar bekommen. Das ist hier nochmal eine Garagentür für 4.000 Dollar. Ja, sieht nicht schlecht aus. Mit der Keykarte kann ich das auf jeden Fall alles aufmachen, Leute. Zack. So, ist jetzt auf jeden Fall unsere eigene Garage. Ein Quad und so kann ich mir leider noch nicht wirklich leisten. Ist aber auch nicht so schlimm, Freunde. Jetzt hier ein Mega-Jumper für 80.000 Dollar. Alter Schwede, das ist ja unnormal. Lass uns mal nach oben gehen und gucken, was wir so stattdessen kaufen können, was noch so preiswert ist. Ich meine, wir wollen natürlich alles noch aufwerten, aber das ist ja jetzt gerade echt teuer. Hier nochmal so ein Klavier. Pass auf, wir kaufen uns ein Klavier. Können wir hier, glaube ich, Klavier spielen, Leute. Kann ich da drauf drücken? Oh, wie man hören kann, spiele ich Klavier, Leute. Wie cool ist das denn? Alter Schwede, das war ja gerade mega, mega cool. Okay, habe ich noch irgendwas hier oben, was ich mir noch kaufen kann, Leute? Wenn wir jetzt hier hochgehen in unser Haus, da kann ich mir, boah, hier kann ich mir noch richtig, richtig viel kaufen, Leute. Einmal so einen Küchenboden für 2.000 Dollar, zack. Und dann auf jeden Fall nochmal eine Küche, Leute, für 58 Dollar. Jetzt haben wir hier so eine eigene Küche einfach stehen. Ich muss aber sagen, der Baum, der ist mir echt ein bisschen doll im Weg, muss ich sagen, ne? Egal, pass auf, Jump Pad nochmal für 1.300 Dollar. Jetzt können wir quasi, glaube ich, hier so hochspringen und, oh! Ey, das da oben habe ich ja gar nicht gesehen, Leute. Wir können einfach Dekorationen kaufen für 2.500 Dollar. Also Blumen kosten schon so viel. Und dann auf jeden Fall nochmal hier Treppen hin. Und dann können wir noch eine Plattform kaufen. Was, Leute? Dann geht es allgemein hier noch höher. Wie soll man das denn alles bezahlen können, Leute? Ich meine, so viel Geld hat man doch gar nicht. Da muss man doch wirklich hier ewig warten. Egal, pass auf. Ich mache es erstmal so. Wir machen jetzt hier mal die Holzteile. Entfernen wir jetzt mal. Dann haben wir nochmal so einen Untergrund hier. Und jetzt können wir zum Beispiel nochmal Lichter kaufen, Leute. Was ist jetzt hier noch los? Oh, hier sind noch Waffen, die wir uns kaufen können, Leute. Also so Schwerter. Das wusste ich gar nicht, Leute. Wir konnten jetzt hier einfach nochmal in so einen geheimen Raum gehen. Das war also quasi diese Dinge entfernen. Jetzt können wir zum Beispiel nochmal hier, zack, wieder das so hinbauen. Und dann, ah, eine Owner Store, damit Leute hier nicht reingehen können. Aber das Ding ist, ich kann mir das gerade nicht leisten. Ich denke mal, ich gehe nochmal ganz kurz hier hin, hol mir nochmal ein bisschen Geld und dann gehen wir nochmal nach oben. So, zack, Leute, mit 8.000 Dollar kann ich, glaube ich, auf der zweiten Etage wieder ein bisschen was am Balkon kaufen. Deswegen hier schnell hochgehen und dann, zack, das Jump-Pad benutzen. Yeah! Und dann konnten wir, glaube ich, war das hier? Ne, noch ein höher. Hier beim Balkon, wenn wir jetzt hier rausgehen, genau, kann ich ein bisschen was kaufen. Und zwar einmal Dekoration für 2.000 Dollar, also die Blumen. Dann noch einmal eine Hängeplattform, Leute. Wo ist jetzt hier eine Hängeplattform? Ach, da! Hier ist noch eine Hängeplattform. Und dann können wir auf jeden Fall nochmal, zack, so eine Zipline hindingsen, dass wir dann noch hingehen können. So, und nach oben, yeah! Oha, dann können wir hier unser eigenes Gym hinbauen, Leute. Wie cool ist das denn? Oder allgemein nochmal so ein Gymboden. Hier, zack, ihr seht es schon, das sind so diese Metallplatten. Und hier können wir nochmal so einen Balkon und so machen. Alter Schwede, wie groß wir einfach hier allgemein unser Baumhaus machen können. Das ist ja unnormal einfach. Ich weiß auch gar nicht, wie man das alles bezahlen soll. Ich muss eigentlich schon wieder so neue Dropper so haben, damit ich mir das alles leisten kann. Aber die sind halt einfach gerade nicht mehr da. Ich muss halt gefühlt jetzt die ganze Zeit warten, bis das Geld reinkommt, Leute. So, jetzt mal zack, springen, so hoch. Und da muss ich quasi immer so hochgehen auf die anderen Etagen und so. Guck mal, wir können jetzt hier so wieder hochgehen, Leute. Wir können jetzt wieder mit dem Jumppad so rumspringen. Yeah! Und hier kann ich mir zum Beispiel noch eine... Oder warte mal. Ich kann mir eine Plattform kaufen für 3.500 Dollar hier. Dann können wir noch mehr was bauen. Zum Beispiel einmal nochmal so Treppen hier hin irgendwie nach unten, glaube ich. Und dann nochmal eine Plattform hier hinbauen, Leute. Dann können wir, glaube ich, hier allgemein so ein Fußballfeld hinbauen. Was? Das ist ja richtig unnormal. Aber jetzt habe ich schon wieder kein Geld, Leute. Warte mal, pass auf. Ich kaufe jetzt mal ganz kurz für 10.000... für 80 Robux mal ganz kurz 10.000 Cash. Und jetzt können wir hier nochmal so einen schönen Whirlpool hier hinbauen, Leute. Yeah, wie cool ist das denn? Jetzt habe ich meinen eigenen Whirlpool einfach oben auf meinem Baumhaus, Freunde. Das ist ja unnormal. Also wir haben doch allgemein so viele Möglichkeiten, was wir noch holen können. Wir bauen uns heute unseren eigenen Wolkenkratzer. Ja, okay. Pass auf, wir können uns jetzt hier einmal ganz kurz, zack, Einspruch nehmen. Das ist jetzt hier mein Wolkenkratzer. Und wir können auch schon loslegen. Hier können wir so ein paar Sachen kaufen. Ich glaube, hier irgendwo muss hier 0 sein oder so. Ich weiß auch gar nicht, wo unser Geld steht. Doch, unten rechts ist unser Geld. Wir haben 1.000. So, dann kaufen wir uns hier mal einen Dropper, Freunde. Denn hier... auch nochmal hier einen Dropper, dann können wir uns hier auch nochmal einen Dropper kaufen, noch einen Dropper, beziehungsweise, warum werden die denn hier jetzt nicht gekauft? Ich glaube, dafür haben wir nicht genug Geld, Leute. So, jetzt hier, genau, ah, okay, das Geld aktualisiert ein bisschen langsamer, okay. Wenn wir jetzt noch 500 Dollar, dann haben wir uns hier noch eine Förderwand, okay. Oh, sieht auch sehr gut aus. 200 Dollar haben wir jetzt noch. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns hier auf jeden Fall eine Wand. Weil hier sind noch andere Spieler mit drin. Und diese anderen Spieler, die können uns natürlich auch umbringen. Und da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass sie uns hier nicht irgendwie holen oder so. Jetzt haben wir hier noch einmal den Polierer für 25. Nehme ich gerne mit. Und wir könnten einen mal 3-Upgrader für 150 Robux kaufen. Ich würde mal sagen, Freunde, das Ganze machen wir mal, okay? Also wenn ihr natürlich mehr von solchen Folgen sehen wollt und allgemein, dass ich halt auch mal ein bisschen was reinbezahle, dann probiert auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button.
dann werde ich das auf jeden Fall immer machen, Freunde. So, wir müssen auch $190 und ihr seht schon, ist ein bisschen wenig. Ich glaube, wir müssen hier genau, zack, $3000 kriegen wir jetzt auch hier. Wir können auch einen Autocollector, den könnten wir anmachen. Dann würde er, ach, guck mal, der kostet auch wieder Geld. Na, Leute, nee, so nicht mit mir, Leute, so nicht mit mir. So, den Purifier holen wir uns auf jeden Fall jetzt auch nochmal hier. So, zack, für $350. Denn wir müssen natürlich auch ein bisschen so die Infrastruktur erstmal aufwerten. Dass wir natürlich hier, zack, auch nochmal so, sie haben nochmal den Dev-Convier. Dass wir natürlich auch schon ganz viel Geld dann von alleine verdienen, weil ich kann ja nicht immer durchgehend was kaufen. So, okay, uns fehlt sogar schon wieder $2500. Ich würde mal sagen, wir holen uns hier, zack, wieder neues Geld und gehen mal erstmal hin und upgraden mal hier ein bisschen so die Wände. Ne? Jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Privatsphäre. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wir können jetzt hier nochmal die Wände weiter upgraden und noch weiter und weiter. Es wird natürlich nachher ein Hochhaus, Leute. Ein Wolkenkratzer wird das Ganze. Förderwände können wir jetzt hier noch kaufen. Oh, und diese Förderwände, ich glaube, diese Förderwände bringt auf jeden Fall auch nochmal ganz, ganz viel. Jetzt haben wir hier noch an der Seite einen Pistolengeber, Kernenergie kaufen für $7500 oder noch mehr Förderwände aufrüsten. Ich würde mal sagen, Leute, wir kaufen jetzt mal hier die Kernenergie und dafür müssen wir wieder ein bisschen Geld hier holen. So, zack, Geld geholt und jetzt geht's hier zur Kernenergie, $7500 und jetzt haben wir hier nukleare Power. Also wenn wir uns... Ich glaube, diese Kernenergie ist ein bisschen zu heftig. Also da sollten wir, glaube ich, nicht unbedingt nochmal raufgehen. So, jetzt haben wir noch andere Möglichkeiten. Einmal den Dropper zu upgraden für 1000. Alles klar. Das heißt, jetzt haben wir hier so einen kleinen Chip oder so drin. Dann können wir auch hier den Dropper upgraden für 2500. Und dann auch nochmal für 5000 den ganzen upgraden. Alter, Leute, das wird auf jeden Fall jetzt hier uns richtig, richtig viel Geld bringen. Wir jetzt hier sogar schon $10.000. Und jetzt werden wir uns auf jeden Fall noch hier einen zweiten Bereich kaufen. So, da können wir nämlich hochklettern hier beim zweiten Bereich. So, mit der Leiter und könnt dann hier auch schon im zweiten Bereich richtig, richtig viel kaufen. Ich meine, ich sehe es hier einfach, wie viel wir uns hier kaufen können. Ein Nukleardropper für $2 Millionen und allgemein noch so ein Upgrader Kernkraft für 199 Robux. Alter, hier wird es auf jeden Fall richtig, richtig heftig abgehen. Wir gehen mal hier runter, holen uns mal wieder ein bisschen neues Geld. 12.000 haben wir schon wieder. Ich würde mal sagen, von den 12.000 holen wir uns hier einmal, zack, den Death-Dropper. Der wird, glaube ich, sogar von oben, der wird sogar, glaube ich, oben sein. Und dann auch mal hier den Upgrade-Dropper. Das heißt, dass wir den Dropper hier nochmal ein bisschen upgraden. Und jetzt können wir sogar schon, ich würde mal sagen, Leute, das dauert mir alles ein bisschen zu lange mit dem Geld. Lass uns mal ganz kurz gucken, was wir hier noch so machen können. Bargeldbonus. Ich glaube, ja, okay, nee, wir passen mal auf hier. Wir gehen aufs Geschäft und dann können wir hier 50.000 Cash kaufen. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns mal 1 Million. 1 Million kostet 125 Robux. Das ist wirklich irgendwie gefühlt gar nichts. So, und der Shop wieder geclosed. Und jetzt, Leute, haben wir 1 Million Dollar. Ihr seht es unten rechts. Und jetzt können wir hier ein paar Sachen kaufen. Und zwar einmal Teleportzimmer kaufen für 100.000. Nur Besitzer kaufen Tür. Das heißt, jetzt kann ich die zumachen oder aufmachen. So, jetzt mache ich die aber mal zu, dass hier keiner reinkommt. Und dann können wir auch schon hier die Wände besser upgraden, Leute. Die Wände müssen geupgradet werden hier. 5.000. 10.000, 25.000 und immer weiter, 50.000. Das heißt, es geht immer höher, wie ihr sehen könnt. So, aber hier nochmal den Nuklearkonvier kaufen. Dann nochmal hier die Wände aufrüsten. Ich glaube, jetzt haben wir sogar alles hier unten gekauft, was wir uns unten kaufen können. Außer jetzt natürlich diese Pistolgeber. Komm, holen wir jetzt auch mal die beiden Sachen. Zack. Und Rocketgeber. Das heißt, wir können jetzt hier zack und zack einen Raketenwerfer einfach holen, ja. Wir haben jetzt hier so einen Raketenwerfer und dann noch eine Pistole. Aber ich würde mal sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf das Bauen. Wir wollen natürlich hier das heftigste Hochhaus haben, was es in ganz Roblox gibt. So, ich würde mal ganz kurz gucken hier. Wir haben noch einmal die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier hochgehen. So, zack. Okay, oh mein Gott, wir haben jetzt sogar schon eine dritte Etage gebaut, je höher man die Wände baut. Okay, warte mal, wir gehen mal ganz kurz so hier hoch und springen mal hier weg. Okay, jetzt können wir uns hier auf jeden Fall auch wieder einen Dropper holen, so eine Nuklearmine kaufen, einen Mega-Dropper, dann nochmal einen Mega-Dropper, noch einen Mega-Dropper, eine Waffe können wir uns kaufen, hier Waffe und Waffe, oha. Also dann haben wir jetzt hier so eine Bison und so eine MP5. Leute, das geht ja mal richtig ab jetzt hier. Okay, noch einen schnellen Dropper für 4000, Förderwände. Noch mehr Förderwände, noch einen Dev-Upgrader und dann noch einen schnellen Dropper für 8000. Dann wird hier auf jeden Fall alles runtergemacht unten, damit das halt... Oh mein Gott, Leute, ihr seht ja schon, wie heftig schnell das jetzt hier alles abgeht, ne? So, 1 Million kostet das hier, so Nuklear-Drill und Nuklear-Dropper zu kaufen. Ist ein bisschen viel Geld, muss ich sagen. Wir können uns hier wieder die Floor-Extension weiterkaufen. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal hier den Bereich fertig, bevor wir uns hier noch irgendwie eine andere Wand kaufen. Und hier können wir natürlich dann... Gut, hier können wir die Wände weiterkaufen. Iron-Drill für $25.000. Oha, Leute. Dann Smaragdbohrer. Oh mein Gott, Saphire-Drill-Bohrer. Oh, Leute, was alles rauskommt. Alter Schwede, das wird uns, glaube ich, richtig viel Geld geben, ne? Dann Ruby-Drill. Und dann auf jeden Fall noch einmal den Goldbohrer. Oha, und jetzt haben wir auch nur noch $100.000.
Also das ist alles ganz schön teuer gewesen. Aber ich glaube, jetzt sollten wir ein bisschen Geld haben. 170.000, das ist in Ordnung, Leute. Das ist in Ordnung. Das holen wir uns jetzt hier auf jeden Fall auch gerne. Und wir können uns hier einmal... Achso, hier können wir donaten. Und dann können wir hier nochmal sehen, wie schnell das jetzt alles hier abgeht. Ne? Ich meine, jetzt haben wir schon wieder 16.000 Dollar. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hoch. Zack, auf die Etage. Und jetzt können wir hier uns eine vierte Etage kaufen. Aber erstmal die Wände hier upgraden für 100.000. Oh, das habe ich jetzt zweimal aussehen gemacht, weil ich da zweimal rübergelaufen bin. Na toll. Okay, Leute, ich mache nochmal. Wir holen uns hier nochmal 1 Million Dollar. Ich glaube, 1 Million Dollar, damit sollten wir gar nicht mal so lange jetzt auskommen. Hier wieder closen. Wir holen uns jetzt mal hier den vierten Bereich. Das heißt, die Leiter wird jetzt noch mal erhöht. Und dann lass uns hier hochgehen. Zack. Und so, jetzt hier oben rauf. Und jetzt können wir hier... Oh, Leute, jetzt wird es richtig, richtig abgehen hier. Das kostet jetzt hier schon 48.000 Dollar, so ein Förderband. Dann noch hier so ein Amethyst Reaper Drill. So, 275.000. Leute, das wird ja richtig, richtig teuer jetzt hier, mein Hochhaus, mein Wolkenkratzer. Aber guck mal, wie groß wir schon sind. Wir sind, glaube ich, schon die größten im ganzen Server. Außer der Typ neben mir. Der macht uns Konkurrenz. Der muss auf jeden Fall ausgelöscht werden. So, jetzt hier Amethyst Reaper Drill auch noch kaufen. Und jetzt wird es richtig teuer. Ihr seht hier, Leute, jetzt wird es richtig, richtig teuer. Und aufpassen. Hier nochmal Förderwände für 125.000 Dollar. Und jetzt haben wir auch schon wieder kein Geld. Das kann doch nicht angehen. Ich würde mal sagen, Leute, wir kaufen uns 1 Milliarde. Für was? Für 499 Robux. Das ist richtig teuer. Aber ich mache es jetzt für euch, Freunde. Zack, haben wir jetzt 1 Milliarde. Und das ist wirklich sehr, sehr teuer, Leute. Ich mache es jetzt wirklich gerade für euch. Das ist ganz schön teuer. Aber was soll's. Ich mache das jetzt hier wirklich, wie schon zum dritten Mal gesagt, alles für euch. So, jetzt hier 480.000 Dollar. Dann 500.000. Ihr seht schon, unser Geld wird einfach unten überhaupt nicht weniger. Wir sind jetzt hier gerade richtig, richtig am Abgehen. Wir können jetzt hier alles Mögliche kaufen, was wir wollen, ne? Hier, zack, die Lights kaufen. Dann hier noch Floor Extension, dann geht es hier noch weiter. Förderband, Equalizer, 5 Millionen kostet das Ganze hier. Zack, komm, guck mal, wir können jetzt einfach hier überall rüberlaufen. Zack, Leute, oha, Legendary Dropper, oh mein Gott, das wird hier ja richtig abgehen. So, die Waffen, die brauchen wir nicht, wir können uns hier auch, huch, oh, wir sind schon wieder reingelaufen. Dürfen natürlich nicht in diesen Nuklear-Dropper da reingehen oder was auch immer da ist. So, aber wir haben jetzt hier schon auch... Leute, guck mal, wie viel Geld wir jetzt hier schon bekommen. 600.000. Oh, ich hätte mir direkt am Anfang diese 1 Milliarde holen sollen. Dann wären wir jetzt schon richtig weit gewesen, ne? So, gucken wir jetzt ganz kurz. Wir können hier den auch ein bisschen erweitern. Dann können wir hier den Nuklear-Drill. Dann hier nochmal, zack, die ganzen Dropper. Einfach rüberlaufen, Freunde. Einfach hier rüberlaufen. Oh mein Gott, ey. Das ist ja wirklich nicht mehr normal. So, jetzt hier. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir, glaube ich, alles gekauft. Ach komm. Nuklear-Drill und Nuklear-Dropper, die beiden Sachen werden auch gekauft auf ganz entspannte Basis, Leute. Oh, wir haben jetzt schon, also jetzt wird es hier richtig abgehen. Jetzt hier nochmal die Lichter kaufen, dann nochmal die Wände upgraden, zack, Floor-Extension, nochmal die Wände upgraden. Oh, Leute, wir können jetzt die ganze Zeit die Wände upgraden, ne? Und ich glaube, das war's schon. Höher geht's, glaube ich, nicht. So, Waffen kaufen, Waffe, hier wieder ein paar Dropper, zack, 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 zack. Oha, ey, das ist ja übertrieben heftig und wir haben einfach noch richtig viel Geld. Wir haben gerade mal... Also 25 Millionen ausgegeben und wir haben uns einfach mal 1 Milliarde gekauft. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das nachher alles so teuer wird, aber so, Wände upgraden, weiterhin Wände upgraden, nochmal Wände upgraden. Leute, das ist ohne Spaß, es wird hier richtig, richtig hochgehen. So, jetzt haben wir hier alles gekauft, was wir hier oben brauchen und oh, bin einfach mal jetzt ganz runtergefallen. Aber wir können uns hier noch Lichter kaufen. Lichter sind wichtig, Leute, weil mit diesen Lichtern, die geben uns dann eine richtig gute Aussicht hier drin. Vor allem von außen sieht das Ganze dann mal richtig, richtig gut aus. So, hier ordentlich hochgehen und hier können wir, glaube ich, auch... Ne, Lichter haben wir hier sogar schon gekauft. So, und ey, das kann doch nicht angehen, dass ich hier bei der Leiter immer runterfalle. Unser Wolkenkratzer ist einfach schon so hoch, dass ich hier einfach dann runterfalle. Okay, pass auf, wir upgraden jetzt hier wieder die Wände, Leute. Zack. Dann eine sechste Etage kaufen wir jetzt hier. So, Förderband kaufen, Wände upgraden. Wände upgraden, Lichter kaufen, wieder eine Förderwand. Dann hier ein Helldropper für 800.000 Dollar. Oha, ey. Und dann noch ein Helldropper. Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Oh mein Gott, Alter. Wie viel Geld wir ausgeben und wie viel wir jetzt hier einfach bekommen. Kernkraft können wir jetzt theoretisch schon wieder kaufen. Jetzt ist diese Etage auch schon gemacht. Alles klar. Dann hier wieder Wände upgraden. Wände upgraden. Förderer kaufen. Siebter Boden. Förderwände auch noch kaufen. Die kosten jetzt sogar hier schon 3,6 Millionen Dollar. Lichter kosten ja auch schon jetzt 800.000. Hier, Leute, Aquadropper für 3,7 Millionen. Für 5,5 Millionen. Leute, für 8 Millionen. Für 15 Millionen. Was? Wie teuer wird das jetzt, bitteschön? Ich glaube, unser Geld wird nicht mehr lange reichen, wenn es jetzt immer teurer und teurer wird, ne? Double Aqua Dropper. So, jetzt hier. Oha, ey. Das ist ja gerade nicht mal normal. Okay. Ab geht's hier schon wieder auf die nächste Etage. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze gleich von außen aussieht. Das werden wir uns auf jeden Fall auch angucken. Jetzt hier nochmal die Wände upgraden. Zack.
zack, zack. Okay, wieder die ganzen Wände abgegradet, sehr gut. Die achte Etage ist jetzt sogar schon gekauft. Und guckt euch mal bitte schon diese Lichter hier an. Wie cool sehen bitte schon diese Lichter aus. So, Förderer kaufen für 5 Millionen. Und ihr seht schon, jetzt wird's teuer. Jetzt wird unser Geld nicht mehr lange reichen. Förderwand kaufen, Conveyor, der Drill, noch ein Drill, nochmal denselben Drill und nochmal. Und 30 Millionen Dollar kostet das Ganze jetzt hier. Oh mein Gott, hier auch nochmal 15 Millionen, zack. 27 Millionen, zack, und 48 Millionen. Oh, ey, jetzt haben wir einfach nur noch 600 Millionen, ne? Das ist gerade so viel Geld weggegangen, wie nichts Gutes. So, lass mal ganz kurz ganz nach unten gehen. So, wow, okay, ganz unten. Und jetzt haben wir hier sogar schon einfach, wie viel ist denn das? Das war einfach 10 Millionen Dollar, was wir da schon hatten, Alter. Das ist ja übertrieben viel Geld. So, lass mal ganz kurz gucken. Wir teleportieren uns jetzt mal hier in so ein Zimmer. Leute, warum sind wir hier in so einem komischen Zimmer? Wir können uns eine tropische Insel kaufen. Was? Oha, wir können uns sogar noch hier eine tropische Insel kaufen, wo wir noch weitermachen. Ich würde mal sagen, das behalten wir dann für den zweiten Part. Lass uns hier erstmal unser Hochhaus erstmal, ja, vielleicht sogar fertig bauen. Vielleicht reicht sogar das Geld. Oh, wir sind echt richtig, richtig weit oben. Na Leute, guckt euch das mal an. Und was? Hier ist irgendwo so ein, das ein Jet einfach. Oha. So, pass auf, wir upgraden jetzt hier nochmal die Wände. Und unten sind einfach Tornados. Da sind Tornados. Also wehe, der Tornado kann einfach meinen Wolkenkratzer kaputt machen. So, warte mal, lass uns hier nochmal die Wand upgraden. 7,5 Millionen. Dach kaufen. Wir haben jetzt die höchste Stufe erreicht, Leute. Das hier ist die höchste Stufe. 50 Millionen. Jetzt können wir ja auch noch ein futuristisches Alter. 100 Millionen Dollar kostet das. Was? Und jetzt, Leute, kosten die ganzen Sachen hier richtig, richtig viel Geld. Das ist ja unnormal. Warte mal, das kostet Verlängerung. 65 Millionen. Wir können ja einfach eine Verlängerung kaufen und die kostet auch 250 Millionen und so. Ey, das ist jetzt gerade aber wirklich ein bisschen zu teuer. Ich würde mal sagen, wir gehen stattdessen, oh mein Gott, wir können hier überall ein paar futuristische Sachen kaufen, ne? Ich glaube hier, wenn man jetzt hier gerade so geschaut hat, war das hier? Ne, ich glaube eine Etage höher war, glaube ich, hier. Ne, wo waren das jetzt? Doch, hier. Da, wir können jetzt die Sachen kaufen für 85 Millionen. Ein futuristischer Dropper für 85. Okay, zack. Und der hier. Oha, ich glaube, der wird uns richtig, richtig viel Geld geben. Komm, Leute, ich mache jetzt mal so. Ich glaube, für den zweiten Part, wir haben hier schon so viel gekauft. Lass uns jetzt mal hier dahin gehen, auf diese Insel. Ich möchte mal wissen, was wir hier in dieser Insel haben, dass man noch hier so groß kaufen kann. Noch einmal hier so ein Island-Conveyor kaufen. Oha. Und jetzt zack. Schön hier geradeaus rüberlaufen. Alle Dropper kaufen. Bis zum geht nicht mehr. Oh, wie das einfach aussieht. Eine Personal-Station. Was? Und jetzt. Oh. Einfach eine goldene Minigun. Hier. Ein goldener Raketenwerfer für 1 Milliarde. Was? Beacon können wir hier noch kaufen. Oha. Leute, das geht bis in die Luft. So, warte mal, wir können hier noch Spielereffekte kaufen. So, hier noch ein paar Spielereffekte. Noch mehr Spielereffekte. Spieler-Cloning, Spieler-Silt kaufen. Was ist denn das alles, Leute? Hier, wir gehen mal rauf, ein paar Spielereffekte. Ach, und dann sieht das Ganze so aus. Okay, das ist auf jeden Fall richtig verrückt, aber ich möchte das jetzt nicht mehr haben. Kann ich das auch wieder wegmachen? Leute, geht das jetzt auch wieder weg? Wir sind jetzt einfach mal so ein Riesenstrahl. Das ist ja unnormal. So, warte mal, wir können jetzt hier noch ein paar andere Drover kaufen. So, Sandproducer. Leute, wir sind aus wie so ein leuchtender Regenwurm. Das ist ja unnormal. Guckt euch mich mal ein bisschen an. Ich sehe ja richtig, richtig verrückt aus. Jetzt haben wir aber, glaube ich, alles gekauft, was man kaufen kann. Und jetzt checken wir nochmal ganz kurz unser Hochhaus, unser Wolkenkratzer von außen an. Hier einmal, zack, wir gehen hier rein und jetzt können wir von draußen gucken. Hier haben wir übrigens nochmal 38 Millionen, die wir mal eben so mitnehmen können. Und so, Leute, pass auf, weil ich gehe mal jetzt raus. Das hier ist unser Hochhaus. Was? Das ist ja unnormal, wie das aussieht. Leute, das ist einfach das größte Hochhaus in ganz Roblox. Unnormal. Wenn ihr auf jeden Fall mehr von Tycoons und sowas sehen wollt, verbrüht auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button und checkt eins von diesen beiden Videos hier aus. Einfach draufklicken. Das hat heute wieder richtig, richtig Spaß gemacht. Abonniert diesen Kanal, für dich hier Roblox-Folgen, die ich extra für dich mache.